Hallo Freunde, da bin ich zurück. Ja, im nächsten Teil. Ich bin nicht wirklich weiter. Aber ich habe eben mal einen klitzedi-klitzedi-kleinen Handschlag gemacht. Nämlich hier auf diese Zeitung habe ich nochmal per Zufall rechts geklickt. Und siehe da. Im Zeitungspapier eingewickelt befindet sich ein Umschlag. Auf ihm steht für den richtigen Zeitpunkt. Ja. Im Umschlag stecken scheinbar 3 Euro. Die Blumenverkäuferin hat es tatsächlich gewusst. Ah, 3 Euro. Was können wir mit 3 Euro anfangen? Wir können uns ein Eis kaufen. Im Park Rouge. Ach, da hat er sich wieder verbarrikadiert. Ja, da bin ich eben per Zufall drauf gekommen. Ich wollte eigentlich nur was ganz was anderes und per Zufall bin ich da drauf gekommen. Hallo. Ich habe Geld für dich. Nimm. Ich bin's nochmal. Ich warne Sie, wenn Sie wieder kein Geld dabei haben, kracht es. Hier sind die 3 Euro. Sehen Sie? Eins, zwei, drei. Ich will gar nicht wissen, wo Sie die herhaben. Hier, nehmen Sie Ihr Eis. Danke. Und nun? Wo will der denn hin? Der hat gar nichts in der Hand. Igitt, das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Ja, und, hä? Hat er das? Ach, der behält das? Igitt, das Eis schmeckt wie tote Socken. Ekelhaft. Behält er das jetzt die ganze Zeit in der Tasche oder was? Das schmilzt doch. Gut, aber das hilft mir jetzt hier letztendlich nicht weiter. Irgendwas habe ich vergessen. Aber was? France Nationale, da kommen wir nicht rein. Café de la Chantal Verte, da waren wir. Rugerie. Das kann auch dann eigentlich nur noch irgendwas hier sein. Sollen wir mit ihr vielleicht nochmal reden? Vielleicht hat sie ja wieder neue Infos für uns. Entschuldigung. Oui? Oh, Sie sind es. Ich habe Ihnen ja gesagt, dass Sie wiederkommen werden. Ja, das haben Sie wohl. Nein, können wir nicht. Ich So, gehe. gut. Ich kürze das mal ab. Bla bla bla. Dann gehen wir nochmal in Nikos Wohnung. Ich habe da irgendwas übersehen. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Die Wohnung ist ja nicht umsonst leer, dass wir da rein können und uns alles angucken können. Irgendwas habe ich da vergessen. Aber was? Da blinkt doch was. Hä? Hat das eben auch Auf schon ge. dem Anrufbeantworter blinkt ein Licht. Ja, dann mach mal. Ich weiß, dass es nicht die feine englische Art ist, die Anrufe anderer Personen abzuhören, auch wenn es sich in diesem Fall ja um meine Freundin handelt. Doch ich muss wissen, wer Nico angerufen hat. Drück drauf! Ja, ich bin's. Da du nicht da bist, nehme ich an, dass du unterwegs bist zu unserem Treffpunkt. Ich erwarte dich dann pünktlich am Brunnen. Am Brunnen? Welchen meint die Stimme auf dem Anrufbeantworter? Hä? Oh, das wird ja immer geheimnisvoller hier. Der Brunnen im Park Rouge? Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber das kannst du hier nicht alles gewinnen. Was war das? Schraubenzieher. Kann man immer wieder gebrauchen. Was kann ich hier noch nehmen? Da nicht, da kann ich. Bett. Was war das? Pullover. Wusste ich's doch, dass ich hier was übersehen habe. Ziemlich dick und flauschig. Was war das denn, George? Ein Hexengriff? Da nicht. Handtasche. In der Handtasche haben wir schon alles. War es das denn jetzt? Ich denke mal, mit dem Schraubenzieher könnten wir bestimmt da was am Dings hier, am France Nationale irgendwas einstellen. Denke ich mir jetzt so mal, dass wir das Schloss vielleicht irgendwie aufknacken können oder so. Mal sehen. Hier wieder lang. George. Hä? Montfaucon. Okay. Will ich da schon hin oder will ich erstmal. Nee, ich will das erstmal jetzt hier wissen. Ob ich mit dem Schraubenzieher irgendwas da hinten erreichen kann.
Weil ansonsten hier mit der Nadel, da habe ich das ja schon probiert. Das geht nicht. Oh nein. Oh nein. Warum nicht? Ich glaube nicht. Eine massive... So, jetzt vielleicht? Kellertür, Gebäude, Kellertür. Auch nicht. Was ist damit? Keine schlechte Idee. Doch die Haarnadel alleine ist dafür zu unpraktisch. Aha. Das wird nicht funktionieren. Nee, das ist... Das geht nicht. Ich glaube nicht. Shit. Gut, dann hat das noch keinen Sinn. Tja, aber wo sollen wir jetzt hin? Nee, Moment mal. Wenn ich jetzt... So gibt die Nadel an Prima Dietrich ab. Hervorragend! Wusste ich's doch! Bin ich gut? Ich wollte doch sagen, irgendwas muss es doch da geben. Na? Und? Zing! Und auf und rein. Ich kann leider nichts sehen. Ohne eine Taschenlampe brauche ich da nicht reinzugehen. Oh, es ist stockdunkel. Ach, George. Leuchte mit dem Eis. Nein. Aber er geht erst zurück. Achtung. Schön sich da vorstellen, genau. Oh nein. Ja, genau. Das kann man nur an dieser Stelle. Wie geil. Gut, also. Die Tür ist auf, aber wir brauchen irgendwas Helles. Eine Taschenlampe, eine Kerze, ein Lichtschalter. Gut. Dann bleibt wohl nur noch das über. Oh, wie geil. Bilder aus dem ersten Teil. Wie geil. Der alte Inspektor. Ja, und das im zweiten Teil. Auch im zweiten Teil, wo der andere kam. Ich verbinde sehr viele Erinnerungen mit diesem Platz. Auch dieses Mal hat mich eine Spur hierher geführt. Oh, wie schön. Kaffee. Kann ich das benutzen? Nein, ich möchte keinen Kaffee trinken. Vielleicht später. Nicht nochmal. Oh, ich kann da hingehen, okay. Kanaldeckel. Ist er mittlerweile verschweißt oder warum sieht das so komisch aus? Da gehe ich bestimmt nicht nochmal rein. Brunnen. War der Brunnen gemeint? Das würde vielleicht Sinn machen, wenn der Brunnen voll mit Wasser wäre und das Thermometer die 40-Grad-Grenze erreichen würde. Es ist komisch, aber ich habe in 7 Jahren noch nie den Brunnen aktiv gesehen. Warum er wohl dieses Mal nicht funktioniert? Was ist mit dem Stromkasten? Nein, nicht ohne Grund und vor allem nicht mit bloßen Händen. Was haben wir hier? Galgen? Okay. Ich soll mich also erhängen? Lieber nicht. Trotzdem danke für das Angebot. Kein Problem. So, ich kann hier lang. Das ist ja aufregend. Wo geht's hier hin? Ich breche ins Essen. Der hatte Taschenlampe. Wie lustig. Obdachloser. Das ist auch der Typ, den wir ganz zu Anfang gesehen haben. Hier im Intro. Hi, mein Name ist Stobbart. George Stobbart. Und ich heiße Loser. Obdachloser. Ich heiße Obdachloser. Mit Vor- oder mit Nachnamen. Gehört diese Taschenlampe Ihnen? Ja, gehört sie. Und das wird sich auch nicht ändern. Und wenn ich Ihnen im Gegenzug etwas anderes gebe? Glauben Sie mir, was ich will, haben Sie bestimmt nicht in Ihrem Besitz. Haben Sie eine Ahnung? Ich hatte schon mal einen Fisch in meiner Tasche. Aber mein Wunschgegenstand haben Sie bestimmt nicht. Ich glaube schon. Auch einen Frauenslip? Oui? Das ist nicht Ihr Ernst. Warum nicht? Viele Männer haben feminine Seiten. Ich nicht. Nehmen wir doch mal Ihre Frisur. Was ist damit? Die ist feminin. Unsinn, die ist nicht feminin. Nur blond eben. Als nächstes kommen Sie mit meiner Figur.
Das wäre das Nächste, was ich sagen wollte. Lassen wir das. Ich werde sehen, ob ich Ihnen einen Slip besorgen kann. Ich breche ins Essen. Der will einen Slip von mir. Na gut, komm, hier hassen. Ich habe den Slip für Sie. Geben Sie schon her. Bitte. Und nun die Taschenlampe. Hier ist die Taschenlampe. Ja, gib her. Die Batterien scheinen leer zu sein. Oh nein. Vielen Dank. Schon wieder ein I, ich weiß. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Wir haben's aber jetzt in letzter Zeit mit Unterwäsche. Erst Boxershorts, jetzt sowas. Oi. So, toll. Warum ist die Batterie leer? Mann. Mich macht das stutzig, dass da ein Stromkasten ist. Wo Strom, da ja auch Energie. Vielleicht können wir die aufladen. Wo haben wir denn Schraubenzieher? Damit müsste man das Ding noch aufkriegen, oder? Ja! Ja, jetzt weiß ich auch, wofür ich allen gesunden Menschenverstand über Bord werfen kann. Wegen zwei lausiger Batterien. Besser als nichts. Ja, da sind Batterien. Da scheint noch Strom drauf zu sein. Mir wird ganz mulmig um die Magengegend. Soll ich da wirklich ungeschützt reinfassen? Nein. Lieber nicht. Genau. Womit könnten wir jetzt... Sollen wir einen Kurzschluss machen? Vielleicht... isoliert der? Verdammt, das hat wehgetan. Aber wenigstens bin ich nun im Besitz zweier mutig ergatterter Montfaucon-Batterien. Prima. Jawohl. Zack, zack. Ha, bin ich gut. Und das im ersten Anlauf. Ja, George, ist doch gut. Funktioniert die jetzt? Oh, nicht schlecht. Ja, also ich denke mal, jetzt können wir zur France Nationale, denn wir haben eine Taschenlampe. Ich denke mal, so ist das jetzt gedacht. France Nationale. Gehen wir mal hier hin. Ja, Freunde, und dann sehe ich auch, ist die Zeit erreicht. Wir beenden jetzt hier diesen Teil. Wir sehen uns dann im nächsten wieder. Bis dahin, NRW über 18. Adieu.